Herzlich willkommen zu einer neuen Folge zu Assassin's Creed Origins. Schön, dass ihr dabei seid. Wir spielen jetzt die Nebenquest Rache der Poeten. Stufe 20 ist empfohlen. Also ihr seht, wir geben uns jetzt nur noch mit höheren Nebenquests zufrieden, die hier natürlich ja, eine höhere Anforderung benötigen. Und mal gucken, ob wir da auch mehr Erfahrungspunkte und Co. kriegen. Alexandria! Wir müssen uns gegen die Krankheit wehren, die sich geräuschlos ausbreitet. Und los geht's mit den Sprechern. Bin gespannt, was das ist. Bayek! Endlich jemand, der mein Genie zu schätzen weiß. Mein Stück wurde konfisziert. Du ziehst Ärger förmlich an. Schlimmer noch. Sie haben alle meine Darsteller. Mitunter die besten Poeten Alexandrias. Sie sagen, falls ich das Stück aufführe, werden sie mich töten. Gib gut Acht, Phanus. Du bist sehr zerbrechlich. Halt dich ans Schreiben. Ich suche derweil das Stück und die Darsteller. Ja, also. Haha, witzig. Wir sollen die Schauspieler finden und retten. Die Schauspieler sind in der Agra-Garnison südlich des Osttores. Also 500 Meter von hier entfernt. Circa. Ja, also, gibt kein Schnellreiseziel. Das heißt, ich muss das hier tatsächlich zu Fuß machen. Es gibt zwar ein etwas Näheres, aber ja, das bringt sie. Also ich glaube, da sind die Ladezeiten länger, als wenn ich da hinlaufe. Macht aber nichts. Wir haben auch ein Pferd. Mein geschenktes Gaul. Schaue ich gerne ins Maul. Und los geht's. Ja, also ich habe mich hier wirklich schon bei Assassin's Creed Origins richtig eingelebt. Ich hatte am Anfang hatte ich einen etwas negativen Eindruck von dem Spiel. Aber jetzt umso länger ich das spiele, umso mehr mag ich das auch. Also ganz merkwürdig. Also es war bisher noch in kein Assassin's Creed Spiel so. Ja, weil am Anfang, wenn man das Origins spielt und die alten Teile gespielt hat, haben die ja einiges verändert. Aber wirklich einiges. Auch von der Steuerung und so. Und aber jetzt habe ich es langsam, ja, was jetzt lieben gelernt, aber schätzen gelernt. Es ist doch gar nicht mal so scheiße. Und mir gefällt es. Auf jeden Fall. Origin ist was Frisches, Neues. Muss man auch mal sagen. Auch um viele negativen Eigenschaften sind ja auch gar nicht mehr hier. Ja, wie ich auch festgestellt habe. Was auch natürlich sehr geil ist. Da war zum einen, dass man bei, also damals in den alten Hauptmissionen und Nebenmissionen, ich weiß gar nicht bei Nebenmissionen, aber bei Hauptmissionen musste man sogar manchmal das so 100% synchron haben und da musste man immer nervigerweise die Hauptmission neu spielen, damit man ja tatsächlich 100% hat und dadurch dann wiederum irgendeine Trophäe bekommt, weil ich bin ja ein kleiner Trophäenjäger. Ja, und dadurch hat sich das alles so unnötig in die Länge gezogen. Aber das ist hier in Origins nicht mehr. Nicht mehr. Vorbei. Es reicht schon, wenn man das nur schafft. Ja, gut, da kann man negativ oder positiv das halten. Aber ich halte es auf jeden Fall für positiv. So, also wir sollen immer noch finden und retten die Schauspieler. Während ich hier ein bisschen was über Origins erzähle. Was? Ich habe im Übrigen auch schon die Trophäe bekommen, ja, wieder Trophäenjäger und Co., bla bla. Habe ich jetzt die Trophäe bekommen, dass ich ja 10 Gegner in Folge mit einem Attentat gekillt habe. Die Trophäe ist gar nicht mal so leicht, also ich sag mal so, schwer ist die auch nicht, aber sie ist auch nicht leicht, also ist eher so ein Mittelding. Ja, und die habe ich jetzt bekommen. Also 10 Gegner in Folge mit der Klinge töten.
ohne entdeckt zu werden. Das ist, glaube ich, das Wichtigste. So, also hier hinten müssen wir eigentlich lang. Oh, da kommt jemand hoch. Gerade ein bisschen unglücklich hier. Ja, ich würde sagen, ich mache hier über das Seil. Aber hier sind unten noch ein paar. Hier sind unten noch ein paar Gefangenen. Wenn ich die hier freilasse, dann machen die ein bisschen Wuling. Zu gütig. Vielen Dank. Die könnten gut zum Ablenken. Bin bereit. Sein. Helft mir mal hier drüben! Gütig. Vielen Dank. Da stimmt doch was nicht. Ja, der eine bemerkte anscheinend den Gefangenenausbruch. Tod den Ptolemäern! Ja, schade. Ich wollte den jetzt leise so von hinten kalt machen, aber die machen jetzt so ein Halligalli hier. Da kann man nichts anderes machen. Ich bin mittlerweile auch schon Stufe 22. Ich zeichne ja hier fleißig die Videos auf. Aber ihr kriegt das halt natürlich nicht mit, wenn ich hier Steinkreise oder irgendwelche Garnisonen besuche und die dann so befreie und irgendwelche Tiere kille. Weil ich denke mir, das interessiert euch eigentlich gar nicht. Die Götter segnen dich. So, jetzt haben wir die, die man hier eigentlich befreien soll. So gütig, ich danke dir. Jetzt habe ich die Trophäe Gefängnisausbruch bekommen. Weiß noch gar nicht, was die sein sollte. Also, auf die habe ich jetzt nicht spekuliert. Oh, oh, ich denke mal, man muss einfach nur genug welche aus dem Knast befreien, dann kommt das auch. So, finde und rette die Schauspieler. Oh, 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 oh. Der ist auch Stufe 19, sehe ich gerade. Das ist natürlich ein bisschen blöd. Ich halte das Schild und irgendwie geht das hier gerade nicht. Das ist ein bisschen ärgerlich dann. Aber krass, dass hier einige Stufe 19 und dann gibt es einen, der ist einfach mal Stufe 19. Boah, das finde ich echt heftig. Finde ich sehr heftig. Ja, hier muss ich auf jeden Fall mit meinen. Mit meiner Superpower ran. Wie ist das hier? Konzentration oder ne? Auf jeden Fall. Super geschmeidige Power, wo man hier ganz viele hintereinander schnell kalt machen kann. Oder einen fetten Schlag. Ach, sag bloß, ich muss den hier raustragen. Oh. Ich werde gleich. Oh, das war der falsche Bogen. Nein. Ich hoffe, der fackelt schön. Ich habe auch eine passive Fähigkeit schon, dass mein Feuer mehr Schaden macht. Also, um genau zu sein, 50% mehr Schaden. Ewig in meinen Gedichten leben. Bring mich nur hier raus. Also das muss jetzt nicht unbedingt sein. Mit den Gedichten. In die Freiheit okay. Getragen. Welch einmalige Erfahrung. Sei doch still. Hey, was? Ich mach dir erstmal kalt hier, ansonsten komme ich ja wirklich nicht raus. Wäre auch vielleicht besser gewesen, erstmal kalt zu machen. Boah. Also, meine Güte, wenn man jetzt die anderen Assassin's Creed Spiele hier gezockt hat und dann diesen Kampfmodus hier entdeckt, ey, oh, das ist so krass. Das erinnert wahrscheinlich, nein, weil ich kann es nicht 100%ig sagen, an Dark Souls. Also ich habe schon einige Stimmen gehört, die irgendwie schneller, was großer an Dark Mann. Souls wir müssen eine Revolution beflügeln. Dark Souls habe ich tatsächlich noch gar nicht gespielt. Hey, vorsichtig, großer Bursche. So, verlasse das Sperrgebiet. Sind wir hier eigentlich richtig? Ja. So, man sprechen. Und dann hoffentlich war es das schon fast. Ach, jetzt kann er plötzlich laufen. Vielen Dank. Ist das ein Betrug? Es gibt noch zwei von uns. Sie sind geflohen. Gennadios Philakitai wollen sie töten. Sie sind mitsamt dem Stück auf dem Weg zum Palast. Ah, ja. Gerät es in falsche Hände, ist Phanos in großer Gefahr. Wo sind die Darsteller?
In ihrem Haus, nicht weit von hier. Sorge dich nicht um mich. Ich finde selbst zurück zum Theater. Ja, super. So habe ich dich hier rausgetragen. Also rette die Schauspieler immer noch, finde das Skript und bringe es zurück. Die Patrouille muss sich zwischen den AK-Garnison und dem Palast finden. Mit Senju habe ich noch nicht so richtig raus. Also wir müssen noch mal rein. Bisschen für Stunk sorgen. Was? Ist geil, man hockt in so einen kleinen Busch und dann sehen die einen nicht. Das ist so herrlich unrealistisch. Aber okay, bisher war noch nie ein Assassin's Creed realistisch. Nein, nein. Ganz im Gegenteil. Ich sag nur Heuhaufen. Auch eigentlich immer wieder in Lacher. Jeden Teil ein Heuhaufen. Oh, 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 scheiße. Wow. Wäre ich jetzt hier drin gewesen, hätte das aber richtig schön gefackelt, mein lieber Scholli. War echt Glück jetzt. Ah, hier ist noch einer. Aber da muss ich den Tod bestätigen. Rette die Schauspieler und da ist noch ein goldener Punkt. Also es war anscheinend das Skript. Hier stehen stattliche Pferde, die nur warten, geritten zu werden. Da ist ein Seil. Boah, ich glaube nicht, dass man hier hochkommt, oder? Kann's ja mal versuchen. Ich dachte mir schon. Da müssen wir wohl manuell. Du findest diesen dreckigen Bettler. Los! Ja, ich glaube, er ist ein Darsteller. Okay, jetzt wird es wahrscheinlich brenzlig. Wow, Stufe 20 Soldaten. Also es ist wirklich sehr psycho hier. Mit den Soldaten mal Stufe 9, dann wiederum Stufe 20. Finde ich ganz schön heftig. Ja, da ist er. Wir haben ihn gefunden. Wir gehen, junger Poet. Warte. Sollten hier nicht zwei von euch sein? Kapaneos? Er ist geflohen und führte versehentlich die Wachen zu mir. Sie jagen mich wie ein Hund. Wenn du dich um sie kümmerst, kann ich zu Phanos zurückkehren. Und unser Meisterstück lebt fort. Das wird nicht funktionieren. Such weiter. Sei ruhig. Dann sind wir schnell hier raus. Natürlich. Ich bin so still wie ein... Mund halten. Da ist jemand. Weißt du, du entsprichst genau Phanos Typ. Ich weiß nicht, wovon du da... Verbirg dich! Keinesfalls! Ach, ihr habt euch den falschen Gegner ausgesucht! Stufe 20. Schnapp diesen Verräter! Diesen verfluchten Poeten wird es schon noch vergehen! Wo ist er denn? Ah, er versteckt sich auf dem Dach. Ja, super. Bleib da, wo du bist einfach. Ich mach hier noch ein paar kalt. Ja, aber das ist der Grund, warum natürlich die Nebenquest Stufe 20 empfohlen wird. Da natürlich die Wächter dieses Level haben. So, eskortiere den Schauspieler zu einer Hauptstraße. Mal gucken, wo die Hauptstraße hier ist. Das sieht doch ganz nach einer Hauptstraße aus. Ja, das war's auch schon so ziemlich. Rache der Poeten. Wir kehren jetzt zu Phanos zurück. Phanos. Ja, also ganz easy ist jetzt nicht so krass schwierig gewesen. Die Nebenquest wurde mir schon relativ
zeitig angezeigt, aber ich habe sie bisher nicht gemacht, da natürlich Stufe 20 erforderlich war. Nicht weit unter 20. Aber jetzt bin ich mittlerweile Stufe 22. Deswegen bin ich jetzt angegangen und wir schließen es auch ab. Bin gespannt, wie viele Erfahrungspunkte man hier kriegt. Du hast es geschafft, Bayek. Danke. Ich habe nie gezweifelt. Aya ist eine glückliche Frau. Ah. Aya hält sehr viel von deinen Stücken. Sie mochte mein Pro-Kleopatra-Stück, meine Pharaonin. Nun können wir das Stück aufführen wie wahre Poeten. Vielleicht erschlagen uns die Wachen, aber ein Künstler muss seine Vision umsetzen. Irgendwann schreibe ich auch was über dich. Der letzte Magi. Nein, 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 nein. Keine Sorge, wir ändern den Namen des Schurken Ptolemäus und den Titel. Wir sterben nicht und das Stück wird weitergehen. So ein Zirkus wegen nur ein bisschen Schauspiel. Das war Rache der Poeten. Wir haben die Nebenquest abgeschlossen. Ich bin fast Stufe 23. Ich freue mich schon. Und wenn ihr euch auch gefreut habt, die Plejade und damit auch unsere Stadt zu beschützen, dann gerne eine noch ein Like da lassen. Ansonsten wie immer diesen Channel hier abonnieren, damit ihr keine Folgen mehr verpasst. Vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Video.